Wir sind jetzt hier bei Ibrahims Funktion f von x gleich 2 Sinus x minus Sinus 2x und beschäftigen uns im zweiten Teil, erste Teil befasste sich mit Nullstellen, mit den Extrema dieser Funktion. Auch für trigonometrische Funktionen, seien sie noch so verknüpft, gilt Hauptbedingung, hätte ich beinahe gesagt, notwendige Bedingung, f' von x, also die erste Ableitung gleich 0 und die hinreichende Bedingung f' von x ungleich 0. Ansonsten ist es ein Sattelpunkt, wenn das gleich 0 ist. Jetzt haben wir, ist ja wurscht, was ich gesagt habe gerade eben, wir wollen die erste Ableitung 0 setzen. Hier haben wir schon mal die Ableitung gebildet, Sinus x wird zu Cosinus x und 2 Sinus x wird nach der Faktorregel auch zu 2 Cosinus x. Minus Sinus x wird zu Minus Cosinus x und wir haben hier die Kettenregel angewendet, deswegen steht hier 2 mal, weil wir die innere Funktion auch nochmal ableiten sollen. Wenn es mit den Ableitungsschwierigkeiten gibt, dann bitte mal das Video zur Kettenregel sich angucken. Und die zweite Ableitung folgt dem gleichen Prinzip. Die brauchen wir nachher, um hier etwas zu überprüfen. Nämlich, ob das dann ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt ist, kann man daran ablesen. Aber auch das soll hier nicht das Thema sein. Wir wollen die erste Ableitung 0 setzen. Schreiben wir hier 0 gleich 2 Cosinus von x minus 2 Cosinus von 2x. Jetzt können wir das Ganze durch 2 teilen. Dann fallen nämlich diese beiden Zweien hier weg, was eine ganz schöne Sache ist, denn dann steht da Cosinus x minus Cosinus von 2x. Jetzt können wir in unser Tafelwerk reinschauen und finden auch hier für Cosinus 2x genauso ein Additionstheorem wie für Sinus 2x bei dem Video über Nullstellen. Und dieses Additionstheorem sagt jetzt also, dass Cosinus 2x gleich 2 Cosinus Quadrat x minus 1 ist. Das heißt, wir können hier stattdessen 2 Cosinus Quadrat x minus 1 hinschreiben. Und hier bleibt natürlich der Rest stehen. Und jetzt kommt ein Kunstgriff, der gerne genommen wird, wenn Cosinus Quadrat x, Cosinus x und eine Zahl da ist. Wer das PQ-Formel-Video kennt, weiß, was jetzt wahrscheinlich kommt. Einerseits substituieren wir jetzt Cosinus x, das schreibe ich mal hier unten als kleine Randnotiz hin. Cosinus x ist gleich 2. Normalerweise schreiben wir jetzt hin Substitution. Cosinus x gleich z oder irgendein anderer Buchstabe ist gleich. Und dann machen wir 0 ist gleich und substituieren jetzt tatsächlich. Wir schreiben auch das Cosinus Quadrat nach vorne, so wie wir das von der PQ-Formel kennen. Denn Cosinus Quadrat ist z Quadrat, wenn Cosinus gleich z ist. Also steht hier minus 2 z Quadrat plus z minus 1. Und an der Stelle geht es jetzt ratzfatz durch minus 2, denn das ist jetzt PQ-Formel. 0 gleich z² minus 1 halb z plus 1 halb. Ich vergleiche das Ganze nochmal mit dem, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Und es stimmt mit dem überein, das heißt, ich bin noch im Soll. Ich mache jetzt mal hier die Substitution kurz weg, damit das hier gleich ein bisschen übersichtlicher aussieht und ich hier die Nullstellen hinschreiben kann. Denn hier kommt jetzt erstmal die PQ-Formel. Z1, 2 ist gleich 1 Viertel, wer mit der PQ-Formel Schwierigkeiten hat, da gibt es ein Basisvideo zu, 1 Sechzehntel minus 1 Halb. Und jetzt klein wieder an der Hack, wir haben doch hier einen Fehler drin.